So, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei CFDE. Heute geht es um das Venturi-Ansaugsystem für den Toyota Yaris GR. In diesem Video geht es um die Technik. Wir gucken uns an, was das Teil können soll und wie das klingt vor allen Dingen. Und wir machen eine kleine Probefahrt. Hier haben wir schon mal dieses schöne Auto hingestellt. Vielen Dank an die Firma Giacuzzo Fahrzeugdesign. Die hat uns den Wagen freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Der Wagen war schon auf dem Abgasprüfstand beim TÜV Nord, damit wir dieses Ansaugsystem jetzt auch legalisieren können, denn es hört sich ziemlich illegal an. Das haben wir gerade schon herausgefunden. Ja, grundsätzlich von außen erstmal ein cooles, also so ein richtiger kleiner Krawallbruder, ne? Also Linien und Stoßstangenführungen hier, Optik ist natürlich super brutal, das wisst ihr alles schon, ihr kennt das Auto, es ist jetzt nicht zum ersten Mal hier. Die Verspoilerung ist auf jeden Fall spannend. Ich finde die Farben auch zum Design passend, das finde ich jetzt, klar, ist halt schon sehr speziell, aber das steht dem Wagen hier, ist auch echt eine amtliche Bremse drin. Also wenn ihr das mal anguckst, ich dachte erst, als ich den Wagen gesehen habe, okay, das ist auf jeden Fall nicht Serie und legal, aber das ist einfach Serie. Ich schätze mal, das ist ein Vierkolbenbremssattel. Könnt ihr mich korrigieren? Sieht auf jeden Fall ziemlich amtlich aus und bremst auch ziemlich amtlich. Das Auto steht auf jeden Fall ziemlich gut da. Gucken wir uns direkt das an, was ihr sehen wollt. Den Motorraum. Hier schlummert das Herzstück drunter, du richtiger Ballermann. So, guck mal. Und dann gibt es hier auch noch so einen schönen... Ah, ist er heiß. Ah. Oh. Boah, der ist richtig heiß. Also, wenn du gefahren bist... Eieiei. Ach, hier, guck mal, jetzt extra Kunststoff dran. Aua, das ist auch heiß. Wir sind nämlich erst gefahren und dann machen wir die Aufnahme in der Halle. Oh, das war heiß. Ja, das Auto hat auch schon hier so ein KW-Gewindefahrwerk, komplett einstellbar. Fährt sich auf jeden Fall wirklich, wirklich sportlich. Und hier haben wir den tollen Dreizylinder. Ja, 1, 2, 3 Zylinder mit dicken Turbolader drauf. Der macht 261 PS. Das finde ich grundsätzlich ja echt spannend, ne? Wir hatten ja mal überlegt, ob wir mal ein i8-Projekt machen. Und beim i8 wird man ja denken, okay, komm, da muss mal ein richtiger Motor rein. Das passt aber nicht. Also da passt wirklich nichts anderes rein. Und dann hatte ich mir so gedacht, ja, okay, dann baust du da vielleicht so einen Vierzylinder-Mini-Motor ein. Also hier Mini John Cooper Works. Der hat dann 300 PS. Aber der Dreizylinder, der da drin ist, ich glaube, der hat auch 300 PS. Oder hat der 250? Ich weiß nicht. Hat auf jeden Fall unwesentlich weniger. Das heißt, der eine Zylinder bringt dir jetzt gar nicht so viel mehr. Und ich hätte es eigentlich mal ganz spannend gefunden, was man aus so einem Dreizylinder so rausholen könnte, wenn man den jetzt aufmacht und dann Kolbenpleuel macht und so richtig, also was man da wohl so rauskriegt aus einem Dreizylinder mit E-Antrieb. Also könnt ihr mal unten reinschreiben, wie ihr das so findet. Ich hätte ein i8-Projekt echt geil gefunden und die Dinger sind auch gar nicht so teuer. Also traut sich keiner ran an so ein Ding. Zurück zum Yaris. Dreizylinder. Und jetzt seht ihr hier dieses riesige Venturi-Ansaugsystem. Ja, das ist also dieses Luftfiltergehäuse hat die gleiche Größe wie das Luftfiltergehäuse vom Audi RS3. 5 Zylinder 400 PS Serie, ausgelegt für 700 PS. Das haben wir hier auch im Yaris. Ich finde, das ist amtlich ausgelegt, ja, für alles, was da mal so kommt. Der Luftfilterkasten sitzt hier recht groß und ist auch relativ verschachtelt. Wir können mal ein Bild einblenden. Der ist jetzt strömungsmäßig nicht so optimal. So, und das ist ja wie immer das gleiche Prinzip bei Venturi. Man guckt sich an, wie fließt die Luft und wie kann man es besser machen, ja. So, und hier haben wir einfach mitten im Fahrwind vorne, in die Fresse wollte ich gerade schon sagen, haben wir hier eine Öffnung. Hier strömt die Luft rein im Ram-Air-Effekt. Das heißt, je schneller du fährst, desto mehr Luft wird hier durch die beiden Schlitze reingeprügelt. Da kann man richtig schön durchgucken. Und dann haben wir hier unseren Duct, unseren Sammler quasi. Der geht hier mit so einer Zunge da drunter und nimmt die gesamte Luft auf, führt die schön organisch, ohne scharfe Kanten, vor das große Luftfiltergehäuse. Hier drin ist dann der typische Venturi-Luftfilter. Wir binden euch nochmal hier ein paar Bilder ein, wie das aussieht ohne. Und dann geht das schmuff und organisch wieder hier hinten zum Luftmassenmesser und dann zum Lader. Und das ist auch schon, ich sag mal, die ganze Kunst. Wie immer, das ganze Teil ist aus Carbon. Das heißt, es heizt sich nicht so schnell auf, beziehungsweise gibt nicht so viel Luft aus dem aufgeheizten Körper an die Ansaugluft ab. Nicht Luft, sondern Temperatur. Es gibt nicht so viel heiße Temperatur an die angesaugte Luft ab. Leistungstechnisch, was das Ansaugsystem können soll, darüber unterhalten wir uns gleich, wenn wir den Wagen fahren. Aber ich denke, man kann hier schon von ausgehen, dass das brutale Geräusche machen wird. Brutale Ansauggeräusche. Und ich glaube, das ist auch das Schlüsselargument
für das Produkt, warum man sich das kauft, wenn man ein Toyota Yaris fährt. Ansprechverhalten, Leistung und Geräuschkulisse schauen wir uns, wie gesagt, gleich bei der Probefahrt an. Ich habe jetzt hier auch ehrlich gesagt nicht mehr viel zu erzählen. Das ist halt relativ übersichtlich alles. Wenn ihr jetzt speziell Fragen habt zum Ansaugsystem, dann werden wir sie euch beantworten per E-Mail, WhatsApp oder in den Kommentaren. Wie gesagt, Teilegutachten kommt. Was mich jetzt immer mal wirklich interessieren würde, ist, die Frage habe ich mir gerade gestellt, wenn du jetzt vor so einem Wagen stehst, hier so ein flitziger Yaris GR oder so ein 1M? Ich meine, gut, so wie er jetzt da steht, ist es eine einfache Entscheidung. Ja gut, das ist Fred Feuerstein, ne? Aber wenn der halt fährt, so sagen wir mal, klar, leistungsmäßig schwer vergleichbar, aber das Auto ist schwerer, größer. Also ich finde, das Auto ist halt echt, das ist gewagt, das ist mutig, hat aber einen anderen Einsatzzweck. Ich finde den einfach... Ist halt sehr schön. Aber so die Frage, wer würde, ne? Ich meine, das ist ja schon Oldschool-Technik. Und das hier ist halt mit dem Allrad und so, das ist schon geil. Ne? Gar keine Frage. So als Urban Jetfighter, so durch die Gegend zu düsen, ja? Und damit so richtig Attacke zu machen. Schon geil. Alles klar, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, wir gehen ins Auto und fahren. Läuft schon? Nee. Ja, mach an. Bitte. Ja, ich muss mich irgendwo. Brauchst du Hilfe? GRWS. Ich kann dir helfen, das ist kein Problem. Ja? Ja. Warte, hilf mir doch nochmal. Ja, mach ich wie bei meinem Sohn auch. Ja? So, jetzt lehne ich mal schön zurück. Na, kneif das am Hals. Ich meine, über dieses Auto gab es ja schon wahrscheinlich 1000 Videos, oder? Hast du das verfolgt? Ja, also müssen wir jetzt nicht mehr viel sagen. Guck mal, hier der Kick, der hat sich das hier schon so Rallye-mäßig eingestellt. Das Lenkrad finde ich überraschend. Ich finde Lenkräder sehr wichtig. Fand ich schon immer sehr wichtig. Lenkraddesign oder so Knöpfe war für mich immer eines der wichtigsten Punkte. Deswegen stehe ich auch so darauf, die neu zu satteln lassen. Wisst ihr mittlerweile. Das Lenkrad finde ich überraschenderweise sehr schick. Ja, ne? Ich auch. Airbag ist klein, der Topf ist klein. Da finde ich die von der Supra finde ich wesentlich hässlicher. Ja. Auch wenn die Knöpfe hier so ein bisschen chunky wirken. Egal, das finde ich vernünftig. Ja, ansonsten ist halt ein Yaris, ne? Darf es halt nicht vergessen, ist ein Yaris. Aber ich meine, der meint es halt ernst hier, ne? Mit den ganzen Einstellungen und Möglichkeiten. Mhm. Keyless. Ich hoffe, man hört das Intake gleich hier drin. Bestimmt. Mal gucken. Ja, jetzt habe ich hier natürlich, also der Tacho ist natürlich auch ein bisschen lustig. Der sieht wirklich aus so wie in dem Corolla deiner Mama von vor 10 Jahren. Ach. Ne, also, ich werde mich jetzt nicht durch die ganzen Menüs kämpfen und mir das angucken, was hier alles machbar ist. Wir wollen ja auch jetzt das Auto nicht zerlegen. Wir wollen mit euch ja mal eine Probefahrt machen, um die Geräuschkulisse des Aventuris einzufangen. Alles andere haben wir ja gerade schon in der Halle besprochen. Ja, hier so ein Navi. Ich meine, klar, ist für ein Yaris auch schon relativ mächtig, ne? Ist das Touch oder? Nee, ist kein Touch. Dann gehe ich hier auf Menü. Doch, ist Touch. Ja? Ja. Krass. Ist okay. Ich meine, für ein Yaris halt, ne? Ja, aber Display Größe finde ich gut. Ja, ist erwachsen, ne? Ist jetzt nicht so peinlich, finde ich. So. Sehr, sehr kurze Gangschaltung. Gangwege, wie nennt man das? Ja, Schaltwege, ne? Schaltwege. Sehr kurze Schaltwege. Sitzt auf jeden Fall sehr hoch. Ja, ich auch. Ich schalte jetzt ja auch noch mal auf Track. So. Meinst du, dann sitzen wir tiefer? Ja, klar. Dann werden wir direkt tiefer gelegt. Ich meine, ich finde ja so kleine Autos mit viel Leistung auch attraktiv, ne? Also so, weil du... Ja, mega. Du, so, ich sag mal, okay. So für kurze Strecken, so wenn du jetzt so jetzt von der Arbeit nach Hause, ne? Oh. Da willst du ja jetzt nicht mal so einen Zehnzylinder anschmeißen. Ja. Vor allem, was verbraucht der? Gar nicht so viel verbrauchen wahrscheinlich, ne? Ja, was ist das, ein 1,6er? 1,6er, Dreizylinder, ja. Dreizylinder? Ja. Eieiei. Ja, ja. Ich dachte, Vierzylinder. Nein. Was? Ich hoffe, man hört das Intake. Alter. Und ich dachte so... und ich dachte so, boah, müssen wir ein Mikrofon in den Motorraum legen? Das ist ja genau wie beim 335, ey. Richtig krass. Meinst du, müssen wir ein Fenster zumachen? Ja, ne? Vielleicht, mach mal. Vielleicht ist das zu laut zum Rauschen. Ich meine, die Abgasanlage ist ja jetzt Serie, weil wir ja morgen die TÜV Messung machen. Also das Auto war ja schon auf dem Abgasprüfstand. Morgen ist Geräuschmessung angesagt. Und deshalb ist jetzt hier die originale Abgasanlage wieder drunter. Das Auto hat normalerweise schon einen H&S Downpipe. Ich finde, der klingt aber so ein bisschen wie so ein Porsche, oder? So ein bisschen so dieses Brummelige. So. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß gar nicht, ob das aus dem Innenraum kommt oder ob der...
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich mache aber mal wieder das Fenster auf, weil die Außenkulisse ist auf jeden Fall deutlich beeindruckender. Das ist brutal von außen. Ja? Das ist, also es klingt illegal, sehr, sehr illegal. Ist es auch noch, aber bald nicht mehr. So, komm, hüpf rein, komm. Wow, beim Ansaugen, wie der schnattert. Richtig schön. Da hast du auf jeden Fall das Gefühl, dass die Natur eingesaugt wird. Ja. Der gleitet aber schon. Gleitet aber schon, aber schon über die Straße. Alter, ist das geil. Ey, so schnell waren wir noch nie im Kreisverkehr. Nee, also es fühlte sich wirklich sehr schnell an. Unnormal. Aber man hatte die ganze Zeit das Gefühl, es war so auf der Grenze, dass er so wirklich so Traktion verlor. Also, weißt du, ich meine? Glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber Track ist, glaube ich, 50-50. Vorne und hinten. Okay. Und Sport wäre 70-30, glaube ich, hinten. Okay. Und dann meinst du, wären wir da besser durchgekommen? Weiß ich nicht. Oder ob er dann vielleicht sogar quer gekommen wäre. Wir sind richtige Profis auf jeden Fall. Ich meine, klar, also vom Gefühl her ist es total intensiv, ne? Ja. Also, man denkt, man fliegt und man hebt ab. Und wenn du auf den Tacho guckst, dann ist es halt gar nicht so wild. Ja. Das machen sie, glaube ich, ganz gut. Sie übertragen halt das Fahrgefühl sehr intensiv. Und deswegen musst du nicht raketenschnell sein, um dich schnell zu fühlen. Ja. Wenn ich jetzt so Vollgas gegeben hätte mit dem 335, dann natürlich doppelte Leistung, gar keine Frage. Ja, so ein Auto kaufst du dir jetzt auch nicht um. Bist du auch bei 200 gewesen. Ja. Nur, natürlich kaufst du das nicht dafür, aber das, was hier an Geräuschen und an Fahrgefühl wiedergegeben wird, ist ja dem schon ähnlich. Mega. Ne? Und auch vor allem, du erwartest es nicht. Überleg mal, wir sitzen hier drin, so nah war ich dir noch nie beim Fahren. Oh. und du erwartest es einfach nicht, weil du bist so eine Klasse in so einem Polo oder sowas geworden. Sagen wir selbst Golf GTI. Ja. Aber das ist ja noch darunter. Also so ein Seriengolf, der macht ja gar nichts dagegen. Wie ist der Wendekreis? Boah. Das ist aber gut. Oh, geht. Unten schiebt er aber schön. Ja. Gut, und da wollte ich eigentlich vorhin drauf zu sprechen kommen. Jetzt mal abgesehen von der Leistung, die wir ja gleich noch erfahren, geht es bei dem Ansaugsystem, glaube ich, auch vorrangig um Geräuschkulisse. Ne? Wir haben das ja auch gerade schon in der Halle gesehen, das Ansaugsystem sieht ein bisschen deplatziert aus. Es ist irgendwie gefühlt viel zu groß für dieses Auto. Aber ja, die Geräusche werden so passen so in die Genetik von dem Auto, finde ich. Also ist ja dann schon sehr JDM-mäßig und dann halt solche Geräusche bei so einem kleinen Terror. Die Geräuschkulisse und diese Aggressivität von so einem Zwerg, das passt schon ziemlich gut. Das macht schon ziemlich Lust. So, und du sagst, ich soll jetzt einmal hier in Sport schnell durch den Kreisverkehr fahren, ja? Okay, also Track ging besser. Gefühlt waren wir mit Track schneller. Ja, das stimmt. Aber wie fühlt es sich denn an? Schiebt er mehr von hinten? Ja. Ja. Ja, er kommt von hinten so ein bisschen. Okay, er hat irgendwas gesagt. Ja, ich weiß nicht was. Lane Spurhalteassistent. Er hat gesagt, Achtung, du hebst gleich ab, Kollege. Aber ja, mega also, geil. Ja, also wenn du jetzt ein bisschen rühren willst und ein bisschen Kurven jagen willst, dann schon eine geile. Ja, es sind halt enge. Du brauchst halt enge kleine Kurven irgendwo auf dem
Dorf ist jetzt kein Autobahnraser. Nee, glaube ich auch nicht. Also das ist auch, ja, also kannst du schon, aber ich glaube wirklich, der Sinn und Zweck ist wirklich Kurven richtig so jagen um die Ecke. Das machst du damit richtig gerne, also Rallye-Style, ja? Ja, genau. So. Dafür war er auch ursprünglich, glaube ich, mal gebaut. Ja, es ist halt immer geil, wenn du so untertourig fährst und dann erstmal so der Lader richtig am Schaufeln ist. Ja, also wir machen ja heute keine Leistungs- und Temperaturmessungen, weil wir haben das originale Ansaugsystem nicht zum Vergleich da. Eventuri sagt 15 PS Mehrleistung Serie und 18 Foot-Pound Torque, ja, an Drehmomentsteigerung. Ich glaube, das müssten so 20 Newtonmeter sein. Das kann ich mir gut vorstellen, weil die originale Ansaugung halt sehr restriktiv ist und diese Ansaugung einfach nur groß ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das Steuergerät da einfach schön nachadaptiert. Der Lader kann halt freier atmen. Man merkt das dann beim Fahren auch, glaube ich, dass das Ansprechverhalten einfach noch gefühlt ein Ticken besser ist. Das möchte ich jetzt an der Stelle nicht in Frage stellen und auch jetzt gerade nicht nachmessen. Wenn euch das jetzt interessiert, dass wir das nochmal beweisen sollen, dann schreibt es unten in die Kommentare. Dann machen wir vielleicht nochmal eine Vorher-Nachher-Messung mit einem Originalauto. Aber ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist mit Software bei dem Ding, ob das ein Thema ist. Aber sobald hier jemand an dem Auto Hand anlegt und ich sag mal Tuningteile verbaut, dann wird ja auch Leistung gesteigert. So. Und dann wird das Intake jetzt nicht mehr alleine so viel mehr Leistung machen. Das macht dann in der Kette vielleicht auch nochmal 5 PS oder das sorgt dafür, dass die Software enger abgestimmt werden kann. Die Freunde von TTE haben hierfür übrigens schon Upgrade-Lader, ne? Ich glaube ein TTE 400 oder so. Krass. Ich glaube, das ist auch ziemlich, ziemlich giftig. Und da kann man dann mit Sicherheit ein großes Intake gut gebrauchen. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, also ich glaube, das ist halt so ein Spielauto. Da kauft man sich das Intake hauptsächlich wegen der Geräuschkulisse. Würde ich zumindest sagen. Weil es halt einfach echt brutal ist. Es ist echt noch Emotionen in diesem Auto, ne? Ja, eine Menge. Also es fühlt sich halt super direkt an. Also wirklich so ein richtiger Giftzwerg, so wie ihm der Ruf auch vorauseilt. Und ich finde, da passt das Intake dann auch zu, oder? Ja, also das, mega. Jetzt haben wir beim 335 ja auch so häufig Fragen bekommen. Deswegen will ich hier nochmal speziell für den Jahres auch drauf eingehen, wie das ist mit der Kombinierbarkeit. Teile, Abgasteile, wie eine Downpipe oder wie ein Abgas-Schalldämpfer. Also eine Abgasanlage, die ist ja typengenehmigt nach EG oder ECE und das besagt, dass dieses Teil ein Austauschteil ist. Das heißt, wenn dein originaler Endtopf ist durchgerostet, dann kannst du dir den Tuningtopf drunter hängen und der ist halt nicht lauter. Der klingt vielleicht anders, aber der ist nicht lauter und das besagt die EG-Typengenehmigung. Das ist ein Austauschteil, das ist ein Serienaustauschteil und dadurch, dass es ein Serienaustauschteil ist, darf es für die Eintragung nach 19.3 nicht herangezogen werden. Man kann nicht sagen, da ist ein anderer Auspuff drunter, deswegen mache ich die 19.3-Änderung nicht, weil der EG-typengenehmigte Auspuff, der ist zu betrachten wie ein Serienauspuff. Dafür wurde er getestet. Und einen Auspuff kann man nicht per Teilegutachten eintragen. Das geht nicht. Die müssen alle EG-Typen genehmigt werden seit, was weiß ich, 15 Jahren oder so. Das heißt, wo es Probleme geben kann, ist die Kombination zwischen HJS-Downpipe und Abgasanlage, weil es dort erfahrungsgemäß sein kann, dass die Lautstärke halt steigt durch die Kombination. Aber das Ansaugsystem hat damit gar nichts zu tun. Ja? Und ich meine, wir haben das jetzt schon so häufig gemacht, ein Ansaugsystem macht auch einfach die Abgasgeräusche nicht lauter. Ja? Also das ist einfach lächerlich. So müssen wir trotzdem alles machen und jedes Mal kommt das Gleiche dabei raus, dass halt alles passt. Das heißt, wenn du dir jetzt dieses Ansaugsystem eintragen willst, dann ist das kein Problem. Wenn du damit Probleme hast, dann kannst du dich natürlich an uns wenden und wir versuchen, dir dabei jegliche Unterstützung zu gewährleisten. Letztens hat sich bei mir einer gemeldet, der hat in Österreich das Intake, die wollten ihm das nicht eintragen. Und dann hat er mir die Kontaktdaten vom Prüfer gegeben, habe ich da angerufen. Hab gefragt, was denn jetzt sein Problem ist. Und dann wurde er ganz klein und dann
hat er das gemacht. Also meldet euch bei uns und wir unterstützen euch natürlich auch dabei. Wenn ihr das jetzt zusammen mit einem Ladeluftkühler eintragen wollt, ich weiß nicht, ob es für das Auto schon Ladeluftkühler mit Teilegutachten gibt von CSS, CSF, auf jeden Fall noch nicht. Ich glaube, da kommt aber einer. Das ist dann ein Problem, also rein rechtlich betrachtet, weil im Gutachten steht halt keine Kombinierbarkeit soweit. Das ist getestet am Serienauto. Rein technisch, wenn du einen guten Prüfer hast, ja, du hast jetzt, gehst zum amtlich anerkannten Sachverständigen und du hast ein Teilegutachten für den Ladeluftkühler und ein Teilegutachten für das Ansaugsystem, dann ist es keine Abnahme nach 19.3 Änderungsabnahme mehr, sondern dann ist es eine 21er. Und ein technisch versierter Prüfer, der wird wissen, dass weder ein Ladeluftkühler noch ein Ansaugsystem in irgendeiner Weise Einfluss auf die Abgaswerte hat. Deswegen tragen das die meisten in Kombination auch ein, auch wenn es nicht so getestet wurde. Wenn wir jetzt einen CSF-Ladeluftkühler für das Auto zulassen, dann wird der auch im Gutachten drinstehen, dass er kombinierbar ist. Und dann kannst du das auch beim letzten Hinterhof-TÜV abnehmen lassen. 4 bis 6 Wochen später. Jahres. Jetzt geht's um den Jahres. Thema noch nicht. Wir sind auf dem Weg zum Nürburgring. Wir haben uns ja jetzt vorhin das Intake genauer angeguckt. Und jetzt bringen wir einem netten Herrn Rennfahrer noch ein Ansaugsystem für seinen Jahres. Der wird dazu auch noch ein Video auf seinem Kanal machen. Ich glaube, das wird ganz spannend. Was ich gerade gesehen habe, Timo, ne? Guck mal hier, beim 335 haben ja viele gesagt, du brauchst Navi, ne? Willst du mal das Navi von dem Benz sehen? Ja. Yeah. Richtig Hightech, oder? Geil. Das ist doch wohl, da ist jetzt der Stau nicht eingezeichnet. Das ist richtig geil. Kann man hier irgendwie rauszoomen? Oh, das war der falsche Knopf, da. Oh ja. Oh ja. Oh, verdammt, das habe ich gedrückt. Guck dir das an. Da, oh. da ist Stau. Da ist Stau. Oh, jetzt nicht in den LKW fahren hier. So, und jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also, wer will denn noch in so einem Auto so ein altes Navi haben? Ne? Ergibt doch gar keinen Sinn. Finde ich witzig. Navi von vor 20 Jahren. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir. Wie heißt denn das Dorf? Fahren wir jetzt nach Nürburg? Nee. Wie heißt denn die Stadt da? Keine Ahnung. Zum Nürburgring halt, ne? Ja, wir fahren zum Nürburgring. Genau. Der Nürburgring. Da fahren wir jetzt. Bis gleich. Oh. Schlüssel und Handy in einer Tasche. Das macht man nicht, ne? Nicht? Sind da elektromagnetische Schwingungen, die nicht sein dürfen? Guck mal hier, ist auch Benz Tuning. Ja, hab ich schon gesehen. Mit, Was kann das? Gar nichts. Okay. Wir müssen mal gucken, wo wir den Mister finden. Ich weiß es nicht, du. Vielleicht gehen wir einmal nach vorne. Wo sind wir denn überhaupt? Das weiß ich nicht. Wir sind irgendwo. Da ist auf jeden Fall. Da ist eine Burg. Und da ist der Eifelblick. Hi. Komm, wir fragen mal. Kann man machen, oder? So machen. Also Auto im Raum. Mit Ersatzrädern. We have to say hello on the video. Yes, in German? How you want. Yeah, I don't know, it's a channel in German. Yeah, I mean, we can speak English. Yeah, mir ist egal. Ah, du sprichst Deutsch? Ja. Hä, du warst bei uns und hast Englisch gesprochen? Keine Ahnung, vielleicht weil unser Mechaniker da war und ich bin der Einzige, der... Alter, ich dachte, ich komme hier hin und muss Englisch reden. Ich wusste es aber auch nicht. Ist schön hier. Danke, ja, ist ja. Wirklich. Oder? Ist schön. Ja, ist richtig schön hier. Mit Burg und Burg hinter. Auch Wetter. Ja, Wetter ist... Typisch scheife Werte. Fährst du, also doofe Frage, ich war einmal auf dem Nürburgring, einmal, mit meinem eigenen heute, Auto. Heute zweite Mal dann, oder? Kommt drauf an. Ja. Fährst du bei so einem Wetter, wollte ich jetzt fragen? Ja, warum nicht? Ja, okay, weil das ist so, ich habe keine Ahnung, ne? Ich meine, ich denke mir ja klar, ja. Aber wenn ich jetzt so als Angsthase mit meinem 400.000 Euro Auto. Ja, ja, 500.000. 500, ja, ja, ja. Wegen dem GT2-Pack, wegen dem R-Pack, ja, naja, genau. Sorry. Da hätte ich ja Angst. Ja. Aber du hast ja keine speziellen Reifen dafür, oder? Was sind da drauf? So Semis, oder? In diesem Wetter Michelin PSVS. Normal, ja, das funktioniert gut. Hast du ein anderes Set? Also hast wirklich zwei Sätze? Zwei, ja, vier wahrscheinlich oder fünf. Aber im Trocken fahren wir mit Michelin Cup 2. Ja. Entweder Cup R auf Track Days. Ja. Mit diesem Wetter fahren wir mit PSVS. So. Okay. Funktioniert. Krass. Ja. Und aber fährst du dann die. Also nochmal, ich habe keine Ahnung, okay? Fährst du dann die gleiche Zeit? Nee, nicht, ne? Nein, das geht nicht. Das geht nicht.
Okay. Aber nicht viel langsamer. Okay, alles klar. Alles klar. Ich habe mir witzigerweise, mit meiner Frau habe ich neulich über Segelboote mich unterhalten. Mhm. Und sie hat gar keinen Bock und sie sagte, kauf dir lieber einen Porsche. Mhm. Und dann habe ich ihr so ein Video gezeigt von der Rekordfahrt von dem GT2 RS. Ja. Und dann habe ich ihr nochmal ein Video gezeigt von einem Kollegen mit so einem M3. Mhm. Und es war extrem der Unterschied. Ja. In dem GT2 RS sah das so aus wie so ein Videospiel, es sah total unrealistisch aus. Ja. Man hat es gar nicht gemerkt, wie schnell er ist. Mhm. Aber als man dann das langsame Auto gesehen hat. Ja, ja, GT2 RS geht mittlerweile 6 Minuten 39 über Nordschleife und M2, M3. Der letzte F82 GTS, das ist jetzt noch immer schnellste BMW, der fährt 7 Minuten 28. Ja. Aber neueste GTS oder CSL, der habe ich schon auf 7 Minuten 23 habe ich schon gemessen. Ja, das hört sich nicht so viel an, aber wir wissen, also derjenige, der hier war, er weiß, 20 Sekunden in diesem kleinen Spektrum zwischen 7 Minuten 20 und 7 Minuten 40 ist auf jeden Fall. Ja, das ist eine Menge, ne? Ja, riesig. Ich dachte gerade, du bist mit dem Raumschiff gekommen. Nee. Ja, momentan, jetzt ist unser Privatauto, vorher, das war eigentlich unser allererster Ringtaxi, damit haben wir angefangen 2018, das war unser erstes Taxi und dann 2019 haben wir den getauscht für McLaren 600LT und dann am Ende 2019 getauscht für GT2 RS und dann im November kam Mantei-Paket drauf und seitdem fahren wir immer noch mit GT2 RS mehr, weil das ist einfach das schnellste Auto und auch das Beste. Und, Wartung technisch und so ist es ist einfach besser. Das ist billiger. Das ist krass. Es ist trotzdem verrückt, teuer, ne? Genau. Aber im Vergleich zu McLaren zum Beispiel, das Auto ist einfach hier auf der Nordschleife gebaut. Für die Nordschleife, auf die Nordschleife. Und McLaren, da hast du vielleicht verschiedene Aspekte, hast du vielleicht ein besseres Erlebnis. Ja. Motor, Sound, weil GT2 RS am Endeffekt, das ist wie ein schneller Golf R. Ja. Sehr schneller Golf R. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, wie ein Porsche Turbo. Oder so etwas. Aber das ist halt Raumschiff einfach. Ne? Genau. Das ist anders. Was anderes. Ja, das ist Sitzposition, alles ist eigentlich wie ein Formel-1-Auto. Ja. Ja. Okay. Aber auch viele Leute kommen von Ausland, die sagen, ich will über Nordschleife fahren mit einem Porsche. Mir ist egal. Ja, okay. Nürburgring Porsche oder Nürburgring BMW. Okay. Aber McLaren, was ist das? Kann man das essen? Das ist einfach ein Problem, das wir haben. Ja, okay. Andere Leute sagen, ich kann den Porsche nicht mehr ansehen. So viele gibt es, ich möchte gerne etwas anderes. Ja, das stimmt. Das du kannst die Frage würde ich eher stellen, wenn ich privat sowas fahren würde, aber für die Rennstrecke, für den Betrieb denke ich auch. Es ist immer schwierig zu antworten. Du kannst nicht allen zufrieden machen. Aber, okay, hier, Delivery Hero. Ja, ich habe für dich ein Intake. Okay. Viel Spaß damit. Super. Wir haben ja dieses Auto gerade eben. Funktioniert. Passt. Blumen so reinwerfen. Das ist kein Plug and Play, oder? Ja, nein. Wenn die Polizei dich so anhält, mit Karton. Carbon Fiber, oder? Carbon Fiber Dynamics. Wir haben ja dieses Auto gerade gehabt. Wie findest du ihn? Ehrlich gesagt, finde ich ganz ehrlich. Ja. Ganz ehrlich für mich ist langweilig, weil es ist zu gut. Zu gut, okay? Ja. Okay, jetzt steht es auch wieder auf PS4S Reifen, 12,25, aber im Trocken fahren wir mit Lightning AR1 12,65. Und dann auch vorne. Ja. Okay. Ja. Rundum. Okay. Und dann ist eigentlich cool, schnell, aber du fährst locker unter 8 Minuten damit. Okay. Und dann denkst du, ich möchte eigentlich ein bisschen mehr Spaß, mehr Erlebnis. Ja. Und da hast du viel Sound, hast du Speaker hinter. Ja, genau. Ja, okay. Sound ist keine Frage. Wir sind nur so ein bisschen durch den Wald gefahren, so ein bisschen hier und da. Und meinst du es überhaupt nicht? Ich habe jetzt, wie gesagt, ich kann gar keine Richtung für Rennen fahren sagen, für Zeiten. Ich habe auch gesagt, habe ich im Video, es ist sicherlich schnell, aber ich würde ihn niemals haben wollen, weil der Dreizylinder ist halt so, also wenn du jetzt nicht am Ballern bist, dann ist der Dreizylinder so
ungeil am Ende. Vom Fahrkomfort und von allem, von der Laufruhe, Laufunruhe eher. Und auch der Antriebsstange, also unser Auto zumindest, wenn man da so durchgeladen hat, das war alles immer direkt. Daily ist schwierig. Daily ist schwierig. Ja, ich muss sagen, ja klar, Toyota hat einen richtigen Job damit gemacht, dass sie ja endlich ein Auto für Petrolhead gemacht haben. Ja, natürlich. Handschalter. Es ist ja auch krass, dass sie es gemacht haben, so wie es hier steht. Das ist ein krankes Teil. Aber ja, sie haben recht gehabt, weil das Auto ist ausverkauft, überall. Ja. Und das war ein großes Risiko. Aber sie haben es geschafft. Und das ist cool. So ein cooles Spielzeug, so für als Drittauto oder so. Genau. Für die Zwecke, ne? Ja. Aber jetzt so einkaufen, fahren damit. Nee, zu klein. Nee. Das auch. Zu klein. Dann lieber GT2S. Genau. Ja. Aber allen, die fahren, sagen ja, es ist ein geiles Auto. Ja, ich mag klar. Den also, und das ist super und. Für den Zweck ist cool. Ja, und auch für das Preis. Für den Preis ist das klar. Echt stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber wenn ich würde sagen, ich möchte so etwas haben, Hot Hatch, aber auch für Daily, dann würde ich wahrscheinlich eher für Golf, GTI oder Golf R oder Hyundai. Ja, sowas, ne? Ja, so etwas entscheiden. Ist ja auch billig mittlerweile, ne? Ja, ist auch billig und da hast du viel mehr Komfort und wenn du zum Beispiel Tacho anzeigen, das ist als wir aus Jahre 90. Okay, aber wenn du solche Autos für Fahrspaß kaufst, dann ist okay. Hm. Aber du musst einfach ehrlich sein, wofür kaufe ich das Auto? Ja. Das kann nicht das einzige Auto sein. Nein. Das Wochenende-Auto, cool, prima, aber ansonsten. Wir hören hier gleich auf. Misha schmeißt das in sein Auto die Tage, wenn auch die TÜV-Papiere da sind. Ja. Und dann kannst du den Leuten ja zeigen, wie das so ist auf deinem Auto. Ja, wir haben auch schon ein paar Soundaufnahmen gehabt. Es klingt die Hölle. Ja? Also von außen. Ja, es ist mega krank. Wirklich von außen wirklich extrem. Wenn du da hinten irgendwo losfährst, dann hörst du hier den Lader schon. Das ist krass, ja. Es ist ja auch übertriebenst groß. Es ist so groß wie der Motor, so gefühlt. Das ist eigentlich ein riesiges Paket für ein Intake. Normalerweise hast du so ein kleines Filter. Ist ja auch nur so groß, aber das Luftfilter, das Luftfiltergehäuse hat wie viel? 100 mm vorne. Okay. Ist so groß. Okay. Und es ist matt. Carbon-matt. Ja. Lecker. Ja. Haben sie dir geschickt. Ja, schön. Passt bei uns im Käfig. Ist auch kein Carbon-matt, aber schwarz-matt. Okay. Ja, schön. Alles klar. Dann fahren wir jetzt eine Runde, oder? Okay.